Eigentlich wollten sie nur einige Gewässer von Müll befreien und das in den sozialen Medien dokumentieren. Doch dann wurde daraus so viel mehr. Unter dem Namen Adventures with Purpose, so viel wie Abenteuer mit Sinn, hilft eine Gruppe von Tauchern in den USA bei der Lösung von sogenannten Cold Cases, in diesem Fall vermissten Fällen, die seit Jahren ungelöst sind. Fälle wie dem von Ethan aus Iowa zum Beispiel. Der 22-Jährige wurde 7 Jahre lang vermisst, nachdem er von einer Party nicht nach Hause gekommen war. Die Taucher von Adventures with Purpose nehmen sich des Falls an, finden neue Spuren und entdecken schließlich Ethans Auto und seine Leiche in einem nahegelegenen See. Auf die Idee, nach Vermissten zu suchen, wurden die Jungs von Adventures with Purpose durch User ihres YouTube-Kanals gebracht. Dort hatten sie Videos von ihren kuriosen Fundstücken aus Seen und Flüssen gepostet, darunter die Wracks von Autos. Als man sie dann bat, mit ihrem Equipment der Polizei bei einem Fall in Missouri zu helfen, sagten die Taucher zu und fanden tatsächlich die Leiche der vermissten Person. Seitdem hat Adventures with Purpose bei der Auflösung von 19 Fällen in den ganzen USA geholfen. Der letzte führte sie nach Florida, wo sie das Auto der seit einem Jahr vermissten Margaret Smith entdeckten. Und nicht nur die Polizei ist dankbar für die Unterstützung. Für die Familien der Vermissten bedeutet die Aufklärung eines Falls zwar erst einmal das Aufreißen alter Wunden, doch gleichzeitig haben sie endlich Gewissheit, was mit ihren Lieben passiert ist. Finanziert wird Adventures with Purpose übrigens ausschließlich über die Werbung, die vor den Videos in den sozialen Medien läuft, durch den Verkauf von Merchandise und Spenden. Die Familien der Vermissten müssen für die Suche nichts bezahlen.